Ja, weißt du, ist klar, dass die an Erfahrung gewinnen. Gehen direkt zur nächsten Mission, würde ich sagen. Wenn die in der Nähe ist. Wenn wir vorher noch was aufsuchen. Verloren? Niemals, niemals. Ganz ruhig, mein Junge. Was ist denn los, mein Junge? Was ist denn los? Ist das Florian? Claudio? Albino, warum weinst du? Die wollen meine Mama auf ein Boot bringen. Sie sagen, ich komme aufs Nächste. Wer? Ein Mann kam mit Wachen aus der Burg und verhaftete uns. Er machte mir Angst. Das verstehe ich. Aber du... Du bist sehr tapfer. Bring dir meine Mama zurück. Menschliche Fracht. Silvestro Sabatini finden, eliminieren und seine Sklaven befreien. Das Ziel mit der Assassinen-Rekruten. Assassinen-Rekruten töten. Natürlich. Wohin brachten sie deine Mutter? Die Straße runter. Gut. Gibt es einen Ort, wo du hin kannst? Mein Onkel. Geh zu ihm. Halte nicht an und rede mit keinem. Dann finden wir unseren guten Freund Silvestro. Meine Finger sind steif. Ja, dass seine Finger steif sind, ist mir eigentlich völlig egal. So, machen wir kurz noch. Tomaten. So, da ist er. Folgen wir jetzt einfach. Na gut, Come on, Silvestre. Ich bin wirklich einfach in der Gruppe. Für den besten Kavaliere.
Der chinesische Bankier Agostino Kichi lädt erneut zu einem großen Bankett in seiner Villa ein, um seinen unvergleichlichen Geschäftssinn zu feiern. Insbesondere die enormen Gewinne auf dem Darlehen an die Familien Colonna und... Komm schon. Noch weiter. Dieser Wein war wirklich zu gut. Die Entführungen müssen weitergehen. Aber Kinder, Silvestro. Um seine Macht zu wahren, muss Cesare das Volk kontrollieren. Sehr schön. Sehr schön. Requiescat in pace. Ja, jetzt müssen wir Aufgaben erteilen, wie gesagt, wie immer. Assassinen. Erst wieder aufpushen. Haben wir 3 Sechser, 2 Fünfer, 3 Vierer und ein Einer. Den Einer können wir ja mal so ganz behinderten. Nach Köln schicken wir den mal. Kurier angreifen. So. Der hat 504. So. Nee, 90 reicht. Noch irgendwelche Aufgaben, Dreieraufgaben für... Ja, lassen wir mal so. Ja, gut. Sehr gut. Genau, wir können, wie gesagt, die auf Aufträge schicken. Erstmal den ausrauben, vielleicht hätte er was Gutes dabei.
Ich weiß nicht. Machen wir später. Ich würde mein Geld gerne noch im Moment noch bei mir behalten. Auf die zurückzuführen auf das, was jetzt an die Mission, die vielleicht noch kommt jetzt. Okay, hier ist wieder eine Mission. Mach ich jetzt. Ezio, hierher. Ein unerwarteter Besucher. Die Quelle der mysteriösen Stimme befinden. Akzeptieren wir mal. Ezio, komm her. Ezio, hierher. Kiela. Ezio. Leonardo. Ich wusste, dass du hinter dem Einbruch in die Engelsburg steckst. Schön, dich zu sehen, amigo. Komm her! Verzeih mir. Die Borgia haben meine Dienste angefordert. Nun, sie hätten mich umgebracht, hätte ich abgelehnt. Was wollen sie? Kriegsmaschinen. Ich habe Waffen für die Borgia-Wachen konstruiert und viele andere schreckliche Dinge. Jedes ist ein Meisterwerk, Ezio. Hier, die Namen der Templer, die ihre Konstruktion überwachen. Cesare will sein Heer mit meinen Maschinen ausstatten. Du musst sie demontieren. Grazie. Ich kümmere mich um die Pläne und die Maschinen. Und es kommt noch schlimmer, fürchte ich. Sie haben den Apfel. Ja, ich weiß. Ich gab den Apfel Mario. Es tut mir leid, Ezio. Cesare überließ ihn mir, um ihn zu studieren, zu verstehen. Aber Rodrigo nahm ihn mir ab. Mehr weiß ich nicht. Ich hole ihn bei Zeiten zurück. Leonardo, ich habe alle Erfindungen verloren, die du angefertigt hast. Sie neu zu machen ist leicht. Ich vergesse nie eine Erfindung. Aber du musst mir das Rohmaterial bezahlen. Wirklich? Sie bezahlen dir nichts im Vaticano? Sehr. Sehr wenig. Wenn wir das tun, darf niemand sehen, dass wir uns treffen. Ein Handzeichen. Es zeigt, wo du dich hinsetzen sollst. Setz dich hin. Ja, Maestro. Ja, Leonardo. Unser guter alter Freund. Sehr schön, sehr schön. Gefällt mir. Ja, jetzt können wir drei Erfindungen uns wieder kaufen von Leonardo. Und da wir 31.000 haben, hole ich mir auf jeden Fall erstmal die Doppelklinge. Warte hier. Ich komme gleich wieder. Die hole ich mir erstmal hundertprozentig. Jetzt krieg ich doppelt so viele. Ja, Leonardos Kriegsmaschinen, müssen wir die jetzt, also können wir natürlich dieses. Ich glaube, die eine ist Pflicht wegen, Ich bin mir sicher, er wird bezahlen.
eine Zwang wegen der Hauptmission und die restlichen kann man dann noch extra machen. Die sind aber zum Teil alle sehr schwierig. Ich habe nur die höchste Qualität. Zumindest haben wir jetzt die Doppelklingen, das ist schon mal geil. Gucken wir uns auf jeden Fall schon die römischen Armstützer. Spadone. Könnte man sich jetzt holen. Das ist sogar zum Teil besser. Also wir gucken einfach mal. Also das ist schlechter. Das haben wir gerade, hatten wir, aber das ist schlechter, das haben wir gerade. Der ist in einem besser, aber in zwei Sachen schlechter, also nicht. Der ist in einem schlechter, also und in einem besser, also nicht. Spadone ist in zwei Sachen besser, in einem gleich. Also das wäre schon mal was, das nicht und das auch nicht. In der Spadone wäre natürlich eine Möglichkeit. Wir kaufen uns das Spadone einfach mal. Eure Münzen scheinen echt zu sein. Euer Mangel an Respekt wird euch noch teuer zu stehen kommen. So, ich denke, bevor wir die Mission machen, suche ich erstmal die Plätze oder den Platz, wo Leonardo jetzt sich herumtreibt. Hier im Auftragsattentat. What the fuck? Junge, 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 was ist denn hier passiert, bitte? Alles klar. Alles klar. Wird natürlich jetzt richtig krass. Aber naja. Können theoretisch jetzt alle Borgia-Banner theoretisch jetzt natürlich machen.